Ja, Huhu hier wieder beim Koani und wir sind immer noch beim Blood Bowl und wir spielen anscheinend nochmal gegen Vampire Coast Swashbucklers. Die haben wohl nicht genug gekriegt. Wir wollen immer noch kein Geld dazu machen. Wir sind immer noch im Teamwert schlechter als sie. Haben jetzt 80.000 Gold. Beim Training wisst ihr ja, wir trainieren Backfisch, um ihr möglichst plus einen Geschicklichkeitspunkt zu geben. Ah, 26% ist nicht sonderlich viel. Da müssen wir wieder einen Trank dazu machen. So, annehmen. Und auch einen Stärketrank kaufen wir diesmal. Aber wir können gar keinen Stärketrank mehr kaufen. Das ist nicht so gut. Dann holen wir uns noch einen Geschicklichkeitstrank. Für den Beanie, weil der Beanie hat nur Geschicklichkeit 2, das wisst ihr ja. So. Und dann sind wir auch diesmal schon fertig. Und der Beanie hat auch plus 1 Agilität gekriegt. Backfisch diesmal nicht. Schade, schade. Aber sie hätte schon oft genug Geschicklichkeit 4 gehabt. Okay. Aber das der Beanie kann diesmal wenigstens vernünftig einen Ball angucken. Dann gucken wir mal, wie sich dieses Mal die Vampire schlagen hier. Im letzten Spiel haben sie ja ziemlich versagt. Also ich habe gegen Vampire relativ selten Angst. Chaos zumindest nicht. Auf dem Feld, fernab jeglicher Zivilisation und Menschheit hier. Hallo und herzlich willkommen in diesem großartigen Stadion, wo heute dieses faszinierende Match stattfindet. Pure Gewalt, heimtückische Tricks und literweise Blut stehen auf dem Plan. Und ich freue mich sehr darauf, das Spektakel gemeinsam mit unserem Experten Bob Bifford zu kommentieren. Ein Hallo an alle da draußen. Zwischen diesen beiden Teams liegen heute Welten. Keine Frage. Die Fans scheinen sich darum nicht zu kümmern. Im Gegenteil, sie freuen sich auf das Match. Jo. Läuft. So, und... 3, 2, 1. Rums! Ja, man hört doch schon wenig Fans. Der Angriff könnte ihr Spiel wieder antreiben. Machen wir eben die Infobox wieder an. Eins der Features, das sie übrigens gestrichen haben in Blood Bowl 2 angeblich. Was ich ziemlich kacke finde, weil hier eigentlich immer ziemlich gut drinsteht, was eigentlich passiert gerade. Wenn man das nicht weiß, weil man die Spielregeln sonst nicht im Kopf hat. Das ist natürlich nicht so cool. Ja, also noch sind die Vampire hier ziemlich gut drauf. Oh ja, für seinen Gegner war das aber ein kurzes Spiel. Zwei Vampire auf dem Feld momentan. Das wird sich hoffentlich so Engai mit Agility 4. Wusstest du, dass die Vampire-Teams mit Ampullen und Flaschenhaltung experimentiert haben, um ihren Blutdurst auf dem Spielfeld stillen zu können? Leider hat sich das nicht als besonders effektiv erwiesen, weil die Ampullen und Flaschen immer auf dem Boden zersprungen sind, wenn die Spieler geblockt oder getackelt wurden. Ja, Tim, ich erinnere mich noch an die Saison 2481, als die Kraven Counts gegen die Dark Forest Eilhufer angetreten sind. Das Match wurde abgebrochen, als die Minotauren und Vampire die ganze zweite Halbzeit damit verbracht haben, das Blut zu trinken, das über dem Spielfeld verschüttet worden war. Ich erinnere mich noch gut an dieses Match, Bob. Deswegen lassen sie seitdem Thralls auflaufen. Lebende Blutkonserven. Ja, man muss aber dazu sagen, die Stimme hier von Mo im eigentlichen Spiel, in der Lore des Spiels quasi, ist das auch ein Vampir. Also die Kommentatoren sind ein Vampir und ein Oger. Ganz interessant. Gibt es echt auch Hintergrundwissen zu diesem Spiel.
Bumm! Mitten ins Gesicht und danach noch einen Aufwärtshaken hinterher. Das macht Freude. Genau, das macht Freude. Die erste Death-Zukunft war nicht so super krass wie beim letzten Mal. Ah, hier, der Vampir hat Blutdurst. Das heißt, wir haben zwei weniger auf dem Feld. Und wird nach dieser Aktion so schnell nicht mehr aufwachen. Ja, die Vampire, ich weiß nicht. Wir sind einfach kein gutes Team. So, das Spiel ist aus. Wollen wir eintrinken gehen, Bob? Heute nicht, Jim. Ich habe noch ein Rendezvous mit einem Cheerleader eines Dunkelelfen-Teams. Bestimmt die mit der Peitsche. Autsch. So, einmal hier wieder Druck auf den Ballträger. Die ziehen wir auch mal hier rüber. So, Umbran, hau mal hier ein bisschen zu. Na, so, so doch nicht. Nicht wie ein Mädchen hauen. Hier. Zeigt der das Mädchen mal, wie man das richtig macht. So. Autsch, da hat er ihm alle Zähne eingeschlagen. Ja, Jim, das ist kein appetitlicher Anblick. So, hier der Beanie liegt mal nach vorn. Auch mehr Druck auf den Ballträger. Enger, jetzt rächt es sich, dass du keinen Blocken hast. Jetzt muss ich nämlich wegen dir so einen Wiederholungswurf hier machen. Das ist nicht so gut. Erste Starspielerpunkte für dich. So wird das nichts. So wird das nichts. So wird das nichts. Ich sag es dir. Ein Einserblock. Nein, so wird das nicht. Diese Schönheitsoperation kommt sicher billiger als im Krankenhaus. Ich glaube zwar nicht, dass er das so geplant hat, aber viel schlechter als vorher würde nicht aussehen. Nach so einer Leistung hat man sich keinen Sanitäter verdient. Was für ein Schwächling! Kann sich nicht mal auf den Beinen halten! Erst völlig regungslos und dann, zack, mitten ins Gesicht. Es gibt Teams, die einfach von der Bildfläche verschwunden sind, nachdem ihre Anhänger sie verlassen haben. Sieht nicht gut aus, gesagt gerade. Sind diese Mannschaften, nachdem sie jahrelang keinen einzigen Sieg holen konnten, von ihren Fans zusammengeschnürt und auf die Müllhalde geworfen worden. Das ist der einzige Ausweg aus dem Teufelskreis. Allerdings, der Gegner auch noch ist er weit weg vom Touchdown. Aber der war da, glaube ich, noch nicht dran, der Vampir da hinten. Aber ich glaube, der bleibt da jetzt auch stehen. Der steht da eigentlich relativ sicher. Hol der Koali hier in Lauert. So, wir haben hier einen Thrall und Chaoskrieger. Es rächt sich, dass ich für den Engel keinen Blocken gekauft habe. Aber ich möchte nicht, dass der weggeschoben wird. Deswegen, wow, also eins kann ich ganz sicher sagen. Ist mir das so lieber. Tut weh. Ja, der Thrall hier weicht aus. Zwei Leute K.O. bei uns, das läuft nicht. Das Spiel wird nicht so deutlich wie das letzte. So. Erstmal müssen wir hier wieder aufstehen. Und dann schicken wir doch mal den Umbrian nach vorne. Weil das, da muss jetzt ein bisschen Chaoskriegermacht da vorne herhalten. Oh, der hat ihm das Gehirn zum Matsch geschlagen. Dann glaubst du also, dass der so ein etwas Vampir zwischen den Ohren hatte? Ein Vampir. Ja. Ist okay. Der Trainer eines Chaos-Teams lebt normalerweise nicht sehr lange. Rein. Wenn sie zur Feier eines Sieges nicht sein Hirn aufessen würden, so, würde das sicher der stimmt. Und ihm bei einer Niederlage nicht vierteilen würden. Mal den Thrall absichern. So. Hier haben wir nur immer Einser-Blocks. Die lassen wir am besten mal auch sein. Ja, es könnte sein, dass das der erste Vampir-Touchdown gegen uns wird. Weil die zweite K.O.s, die schon richtig. Na dann, gute Nacht! Ja, wird wohl Zeit für ein kleines Nickerchen! Ja. Sein Gegner hat sich, glaube ich, nicht einmal bewegt. Zu schnell für ein Tackling! Das war eine Lehrstunde im Ausweichen. Okay. Noch ist alles in Ordnung. So. Da stehen wir wieder auf. Und stellen uns mal an den Vampir dran. Hier können wir gleich tackeln. Okay. Zumindest einen Einserblock machen.
Und der Umbreon hat ja Blocken. Hat der hier Blocken? Ah, der hat auch Blocken. Verdammt. Gut, dann hauen wir erstmal den hier. Okay. Sehr schön, das sind Starschieber-Punkte. Ja, und zwar einen sehr guten. Er hat Glück, dass die Medizin große Fortschritte seit deiner aktiven Zeit gemacht hat. Das hoffe ich, Jim. Das hoffe ich. So, Max Monster macht jetzt hier mal einen auf Unterstützer. Der Umbreon haut den Vampir jetzt um. Das, er kann das aus dem letzten Spiel. Mutanten! Beine am Rücken, ein fünftes Auge und andere Selbstmordaufgaben. Zack! Vor allem Margot Todesgrins. Oh ja, ich erinnere mich an ihn. Sein Kopf sah so sehr wie ein Ball aus, dass ein Schwarzaug, der Gouched-Ei, ihn einfach abgerissen hat. Ja, zwei Touchdowns in einem Spielzug kommen selten vor. So, komm, Engai, du musst jetzt hier rüber. Ey, Engai. Echt mal, auf die 2 plus ausweichen mit Agility 4 und damit doppelt schaffst du das nicht. Ich bereue das, ihm Agility 4 gekauft zu haben. Ich bereue es echt. Das ist nichts für Chaoskrieger. Leute, kauft euren Chaoskriegern keine höhere Agility. Das verführt nur. Wir haben jetzt Glück gehabt, dass der Gegner auch Pech hatte jetzt hier. Zack. Glaubst du, dass er sich nach dem Schlag wieder aufrappeln kann, Jim? Oh ja, er ist nicht der Typ, der aufgibt und liegen bleibt. Wer braucht denn hier einen Touchdown? Der Koali könnte einen Touchdown gebrauchen, der Beanie auch. Und was haben wir hier? Der Mischka. Wir holen jetzt erstmal mit Backfisch den Ball. Wie er sich den Ball geholt hat, das sah so leicht aus. Und laufen wir mal ein bisschen nach vorne. Denn auch Backfisch könnte ganz gut Touchdowns eigentlich machen. So, der Max Monster sichert das Ganze ein bisschen ab. So, hier hinten nochmal Einser Blocks. Der kann jetzt gleich aufstehen mit Go for it zum Ballträger, aber das ist mir eigentlich relativ wurscht. Das ist nämlich risky. Blood Bowl ist angeblich die härteste aller Sportarten. Ach, das sagen sie oft. Aber eigentlich muss man ja nur ein paar Schläge einstecken. So. Einser-Blocks sind eigentlich sonst nie so gut, aber... Was für ein Geschick! Was für ein Stil! Was für eine Vollkommenheit! Was für ein Hammerschlag! So. Schauen wir mal, wir haben den Ball. Wir haben die Möglichkeit auf den Touchdown. Nicht nächste Runde, aber danach die Runde. Die Bordpräsenz sieht aber ein bisschen praktisch aus. Ah, sehr gut. Seltsam, diese Genickschläge. Kaum zu hören und trotzdem so eine durchschlagende Wirkung. Wenn er Glück hat, ist er gerade nur K.O. gegangen. So, Max Monster und Backfisch. Ich hau mal den Koali nach oben. Der kann nämlich echt so einen Touchdown gebrauchen. Touchdown in Sicht! Fang den mal! Wow, toll! Ja, Wiederholungswurf. Der Ball blieb an seinen Fingern kleben wie Fliegen an Stacheln. Danke, Jim, für diese bildhafte Analyse. Ordentlich versagt hat. So, hier Umbreon, du klopfst mal wieder auf den Zwall. Das kannst du ja gut, das wissen wir. So. Oh ja, dieser rechte Haken war eines Orks würdig. Das kann man wohl sagen. So, wir brauchen bestimmt hier lange, bis er sich davon erholt. Hier, denn der ist jetzt der gefährlichste hier, der hier rumsteht. So, hier haben wir noch einen Einserblock, das ist aber nicht so cool. Es gibt kein einziges Vampire-Team, das etwas drauf hat. Blutsaugen können sie immerhin, Bob. Ja, Jim. Also sind wir uns einig, dass sie nicht gerade zu den besten Teams gehören. Sie sind ja mit ihrem unstillbaren Blutdurst auch ganz schön benachteiligt, Bob. Ja, hier hinten. Und eins Run weniger. Was für ein Kampf. So was würden wir gerne öfter sehen. Unten Ende. Das wird ein Touchdown da oben. Ich sehe das. Kommen. Yay. Mit einem Elfenteam würde ich jetzt, also die Elfen durchweg Agility 4, würde ich jetzt Folgendes machen. Hier reinlaufen, zurückpassen, dann zählt das nämlich nicht als Touchdown. Und mit dem den Ball wieder hier rüber geben, das, dann hätte der nämlich plus 1 für 3 und nochmal 3 für den Touchdown, hätte schon den Aufstieg sicher. Aber hier als Tiermensch, nein. So, Engai hier. Kannst du auch kloppen.
Das erinnert mich daran, wie ich Griff im 91er-Finale gegen Heikland auseinandergenommen habe. Oh ja, du hast ihm die Kniescheibe zertrümmert. Jawohl, Starspielerpunkte für Mischka. Ja, das ist was fürs Auge, Bob. Da ist bestimmt etwas gebrochen. Denke ich auch. Ich tippe auf eine gebrochene Nase, einen gebrochenen Arm und ein paar Zahnlücken. Das Übliche halt. Nein. Aua, das hat wehgetan. Da hat jemand aber richtig schlechte Laune gehabt. K.O. Nicht gut, nicht gut, Leute. Drei Leute schon sind ins K.O. Warum sind die Chaos-Teams so lästig? Weil... Die sind nicht lästig. So, hier, Koani, mach mal den Touchdown. Genau das wollen wir sehen! Touchdown! Sehr authentisch. Halbzeit. Die Spieler sind ohne Zweifel dankbar für eine Pause. Und die Fans froh über die Gelegenheit, so, jetzt bitte alle drei K.O.s bei uns wieder aufs Spielfeld. Ja, gut, die Chaos-Krieger kommen zumindest wieder. Und noch einer der vier Menschen. Dann geht man mit 1 Schwall wieder. So, Anschluss, Return. Würde ich sagen, Engai hier hinten als Ballträger. Muss natürlich vorne in der Tackle-Reihe fehlen. Aber damit müssen wir leben. Ich geselle nochmal hier die Plastiklöffel zu dir. Denn mit einem Pass hatte sie einen Aufstieg sicher. So, gibt's hier sonst? Der Rich hat immer noch keine Starspielerpunkte. Das heißt, wir können ja mal versuchen, ihm welche zuzuschustern. Der Mischka könnte auch einen Pass werfen. Und der Koali auch. Wir brauchen hier so viele. Sind so viele kurz vom Aufstieg. Okay, annehmen. Der Ball ist in der Luft und das Spiel geht los. So, gespannt. Hoher Anstoß. Der soll unter dem Ball platziert werden. Toller Pass und super Fang. Der hat keine Sekunde gezögert. Das Erste, was wir jetzt machen, ist erstmal hier hauen. Das Gerücht geht um, dass der Ogre Morgan Thorg, der ehemalige Kapitän der Chaos All-Stars, ein Comeback feiern könnte. Wenn ich mir nur die Statistiken seiner Karriere anschaue, wird mir schwach ums Herz. 50 Touchdowns durch Goblin-Würfe, 50 erlaufene Touchdowns und eine unfassbare Zahl von 617 Toten oder Verletzten. Oh ja, er ist der Einzige, der es zu Lebzeiten in die Ruhmeshalle geschafft hat. Ein perfekter Tritt mitten ins Gesicht. Das schauen wir uns nochmal in Zeitlupe an. Komm, Mischka. Hau ihn. Ja. So nicht. Mal kurz den Zug zum Vampir gesellt. So, und jetzt kommt es drauf an, Leute. Schafft Plastiklöffel den Pass auf Engai. Mit Wiederholungswurf möglich. Okay, der Pass ist schon mal nicht geglückt. Jim, das war ein Wiederholungswurf, als ich den Chaos-Pokal gewonnen habe. Dadurch fühlen wir uns jetzt aber auch nicht jünger. Okay, das heißt, Plastiklöffel hat den Aufstieg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und was machen wir mit Backfisch? Die unterstützt hier vorne mal den Zug. Gegen den Vampir. Runden. Da kommt der Vampir angeschlagen. Jede Wette, dass das wehgetan hat. Zum Glück hat seine riesige Nase den Schlag etwas abgefangen. Oh ja, sonst wäre sein Gesicht jetzt gut. Da ist jemand im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich am Boden. Ein paar Schläge ins Gesicht, dann ist man wieder hellwach. Autsch, voll auf die Knolle. Ab jetzt wird er bestimmt Probleme beim Schnäuzen haben. Der Spruch des Tages kommt heute von Jaime Schnievel, dem Trainer und Eigentümer der Lowdown Reds, eines bekannten Goblin-Teams. Dem Spike-Magazin hat er gestern gesagt, dass Blood Bowl eine Schlacht sei. Es gebe keine Sieger, sondern nur Überlebende. Oh, sehr tiefgründig. Genauso tief, wie seine Mannschaft momentan im Dreck steckt. Ja, ja. Hier geht's jetzt um Blitz von Nengai. Wieder, er hätte gut blocken gebrauchen können.
Oh, es wird schlimmer. Da fehlen mir fast schon die Worte. Das war zwar hammerhart, aber absolut legal. Okay. Noch ist nichts verloren. Aber das war schon eine ziemlich schlimme Aktion, Engel. Das war nicht gut. Ja, einmal ordentlich durchgeschüttelt werden, dann sieht man danach gleich wieder viel klarer. Tja, da steht der Engel direkt mal wieder auf. Und holt sich den Ball. Er hält den Ball in seinen Händen. Jetzt macht man einen Pass auf den Mischka. Super kontrolliert. Oh ja. Oh, der Ball gleitet durch die Luft. Genau ins Schwarze. Während hier der Rich das Ganze mal absichert. So, hier können wir nochmal mit Leuten wieder aufstehen. So. Gucken wir einmal nach hier hinten. Bitte. So. Korruption hat sich so sehr ausgebreitet, dass die Schiedsrichtergilde durch Regeln festgelegt hat, wo man und wie bestochen werden darf. Letzte Saison wurde ein Abkommen unterzeichnet, das den Clubs untersagt, eine Bestechung unter dem marktüblichen Preis anzubieten. Wenn der Typ die Fäuste schwingt, dem Gegner mal eine Trage bringt. Keine extra Punkte, aber immerhin. Wir beteiligen uns jetzt mal hier vorne an einem großen Gemosche. Die beiden hatten wohl eine kleine Meinungsverschiedenheit, nicht wahr, Bob? Ja, Jim. Hatte wohl mit dem Austausch von Körperteilen zu tun. So, den nehmen wir mal weg, falls da einer Blutdurst kriegt, dass er ein bisschen sich bewegen muss. Läuft da rüber zum Ballträger, zum armen Mischka. Da lässt scheinbar jemand gerne die Fäuste sprechen. Und schafft es damit auch noch, sich Gehör zu verschaffen. Zuerst muss er einen Mordsschlag verdauen und dann auch noch Gras fressen. Ja, er ist voll auf die Schnauze gefallen. So schnell wird er wohl nicht wieder auf die Beine kommen. Vor dem nächsten Match in der kommenden Woche sollte er aber schon aufwachen. So, wie machen wir das Ganze jetzt hier am geschicktesten? Sind eigentlich alle ziemlich gut zugestellt. Können wir nochmal eine Attacke wagen. Schade. Das war eine Abreibung, wie sie im Buche steht. Doping gehört inzwischen untrennbar zu diesem Sport. Wurde es nicht schon ins Regelwerk aufgenommen? So, Mischka, hau ihn weg. Ja, die haben beide keinen Blocken, aber gut, ich werde den Ball fallen lassen. Jemand sollte ihm Riechsalz unter die Nase halten. Das nützt nichts. Er braucht wohl Nagelextrakt, um wieder auf die Beine zu kommen. Eigentlich bin ich versucht, so schnell wie möglich mit dem Enger jetzt hier noch Punkte zu sammeln. Die Meinung auf der Trainerbank ist geteilt, was mit dem Spieler auf dem Boden geschehen soll. Hier, stimmt, sie wissen nicht, ob sie eine Bahre oder einen Sarg bringen sollen. Der steht. Komm, schlag ihn weg. Jawohl, das heißt hier... Ali hat das kann nicht gesund gewesen sein. Mitten ins Gesicht. Ich hoffe, Sie haben ein paar Ersatzkörperteile, um ihn zusammenzufliegen. Die brauchen mehr als nur ein paar Körperteile, Bob. Er hat den Ball wieder. Los, los. Wie damals, 98. So, das heißt, wir gehen hier auf Nummer sicher und machen dann im nächsten Zug den Touchdown. Ja, siehst du, Umbrian hat Blocken. Das ist super. Der Kinnhaken hat ihm wohl nicht geschmeckt. Ob's schmeckt oder nicht, gegessen wird hier, was auf die Visage kommt. Ja, auch da. Kombini. Bam. Hier nach vorne können wir noch eins setzen. Und... Erinnerst du dich noch an Rudolf Eisenhaupt? Na klar, er war der Teamkapitän der Chaos Allstars. Mit seiner schweren Rüstung und den scharfen Metallklauen. Bei einem stürmischen Spiel gegen die Valkyries war er ein exzellenter Blitzableiter. So, danach hätten wir noch zwei. Ah, das wird kein 3:0 diesmal. Oh.
heißt, wir kriegen auch nicht noch einen Auftrag. Ratch, komm. Sehr gut. Glaubst du, dass er sich nach dem Schlag wieder aufrappeln kann, Jim? Oh ja, er ist nicht der Typ, der aufgibt und liegen bleibt. Ist risky, aber so haben wir den Engel zumindest auf ein perfekter Pass. So etwas Starspieler sind hoch. Aber so geht das natürlich nicht. Ja, ich spiele sonst Elfenteams, das merkt man, ich passe sehr gerne. Das ist mit Chaos nicht so einfach. Komm, Blutdurst, na schade nicht. Blutdurst, ja, sehr gut. Wenn er wieder zu sich kommt, sieht er doppelt. Nicht wenn, Jim, sondern falls. Beim Blutdurst ist doch, glaube ich, die Blockaktion abgebrochen. So, Zeit für ein Blood Bowl-Match auf allerhöchstem Niveau. Wenn du das Bekrapschen und Beißen von Thralls als hohes Niveau bezeichnest, dann ja. Aber nicht alle von uns stehen auf solche Sachen, Jim. Tatsächlich, Bob? Als ob das Herumschleudern von Smoglings anspruchsvoller wäre. Also für mich schon. Da fließt viel mehr Blut auf dem Spielfeld. Da kann ich wohl nicht widersprechen, Bob. Das war aber auch Zeit. Ich dachte schon, das wird heute nichts mehr. Ist ja nicht gerade ein Optimist, Jim. Ob man das hier ohne Wiederholungswurf auch gefahrlos aufnehmen kann. Diesmal stellen wir uns hier aggressiv nach vorne, weil der Gegner, glaube ich, so wenig Leute momentan, dass das ganz gut ist. Und los geht's! Freuen wir uns auf ein neues Blutbad! Na, komm mal hin. Mit ganz viel Glück können wir sogar auch noch einen Touchdown machen. Aber man muss echt einiges dazu sagen. Da wird jemand nach dem Spiel schlimme Kopfschmerzen haben. Ja, ich glaube, jetzt können sie anfangen, nach vorne zu spielen. Sicher, relativ gut abgesichert mit Stärke 4 Vampiren. Da kommen wir nicht durch. Dann muss der den Ball verlieren. Ah, ne, wir haben noch einen Zug. Das heißt, wir kriegen es auf jeden Fall nicht hin. Wow, das war eins, kann ich ganz sicher sagen. Das tut weh. Hm. Okay. Das war nicht so gut für den Ö. So, wo kriegen wir denn noch ein paar Starspielerpunkte? Hier vielleicht? Aua! Na dann, gute Nacht! Ja, wird wohl Zeit für ein kleines Nickerchen. Oh, Mutant! Wer braucht Beine denn noch am Rücken, ein fünftes Lorda Auge und andere seltsame Organe. Vor allem Margot Todesgrins. Oh ja, ich erinnere mich an ihn. Sein Kopf sah so sehr wie ein Ball aus, dass ein Schwarzock, der Gouched-Ei ihn einfach abgerissen hat. Ja, zwei Touchdowns in einem Spielzug kommen selten vor. Zack. Oh. Jawohl, und es hat sogar geklappt. Deckung! Tja, ist halt ein brutaler Sport. Das war zwar ein wirklich toller Angriff mit nahezu perfekter Haltung und auf hohem technischem Niveau. Ich bezweifle aber, dass der verletzte Spieler genauso darüber erfreut ist wie ich. Angesichts der klaffenden Wunde glaube ich das eher nicht. Ich schaffe keinen Touchdown mehr danach. Kundenende. Das ist jetzt relativ Wurst alles. Ja, das war's. Ein Sieg wie aus dem Bilderbuch. Ja, sie haben mit Stil gewonnen und mit ziemlich viel Gewalt. Ein großartiges. Ja, von 3-0 auf 2-0. Das wollen die Fans für ihr teures Geld sehen. Eins gewürfelt, das stimmt. Und die hohe Bewertung ist absolut verdient. Ihre Kraft steht im krassen Gegensatz zu ihrer fehlenden Intelligenz. Geld einnehmen. Jawohl, keine Ahnung, was sie genau vorhatten. Aber den Ball haben sie jedenfalls nicht gespielt. MVP ist zu. Das stimmt, Jim. Sie waren auf genügend Ballbesitz gekommen und nicht das geringste aus ihrer Dominanz machen. Nach der Zahl der geglückten Pässe hätten sie aber haushoch gewinnen müssen. Nur zwei Fouls verursacht, den Ball in die Endzone zu bringen. Heute hätte man gut und gerne auf nur eine Hälfte des Wird keinen Aufstieg kriegen, aber wir haben Aufstiege. Der Gegner ist ja kaum über die Mittellinie gekommen. Nichts kann einen Spieler besser anheizen als ein Vitaminzäpfchen. Zäpfchen? Ich dachte, die Spieler bekommen eine Spritze. Du kannst Faust große Vitaminpakete nicht einfach spritzen. Der Schiri hat sich heute wohl einen gut bezahlten freien Tag gegönnt. Stimmt! Sie hätten sich heute auf dem Feld gegenseitig abmurksen können. Haben sie doch auch.
So, Koanis Aufstieg. Im Pasch. Im Pasch. Dann nehmen wir Ausweichen. Wie auch bei Backfisch vorher beim Pasch. So, der Mischka. Der kriegt Blocken. Und Plastiklöffel. Auch Blocken. So, langsam werden wir zum Prügelteam. Wir haben jetzt fast überall Blocken. Und richtig interessant wird es dann beim zweiten Aufstieg. Denn dann kriegen die Leute Knochenbrecher oder Klaue. Wir haben jetzt ordentlich Geld gesammelt auch. Und können uns genau einen Wiederholungsruf leisten. Das machen wir dann auch einmal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Wenn es wieder heißt Blood Bowl mit unserer Nightfall Chaos Squad. Bis dahin, have fun, euer Quad. Tschüss. Yeah.